Wie man mit dem MR3 Startshow-File eine eigene Lightshow in MR3 programmieren kann, was man da alles beachten muss, genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um MR3 on PC und zwar habe ich die Herausforderung, dass wir jetzt bald wieder unseren Bandgig haben und ich habe gesagt, komm, ich stelle mir jetzt selber eine Herausforderung, eine Challenge und ich möchte mit der MR3 Licht machen. Das heißt, ich habe mir eine MR3 Lite gemietet für die Veranstaltung, mit der ich ein bisschen Licht machen werde und da habe ich natürlich gesagt, okay, man muss sich ja natürlich irgendwie ein bisschen vorbereiten. Ihr kennt ja vielleicht schon unsere Tutorial-Serie zu MR3 on PC. Da gibt es einige Videos und ich habe mir die Videos dann auch nochmal angeschaut und auch ein bisschen Feedback mir durchgelesen und natürlich hat der ein oder andere zu Recht gesagt, ja Jan, ist ja schon gut, dass du uns jetzt hier den ganzen Tutorial-Videos erklärst, wie man denn jetzt hier irgendwie irgendwelche User erstellt und hast du nicht gesehen, was aber eigentlich am Ende des Tages erstmal nicht relevant ist. Relevant ist eigentlich, wie erstelle ich in eigentlich in MR3 eine vernünftige Lightshow, wie kann ich damit arbeiten und da gibt es ab Version 1.5 von MR3 quasi jetzt eine Startshow, ein Startshow-File und dieses Startshow-File habe ich selber auch jetzt schon genutzt, um quasi eine Lightshow zu programmieren bzw. die Programmierung für die MR3 vorzubereiten und habe natürlich da auch wieder gesehen, dass man da super viele Funktionen hat und ich habe super viel gelernt, super viele Sachen schon entdeckt und das möchte ich natürlich hier an dieser Stelle schon mit euch entsprechend teilen. Ich glaube, es gibt da draußen sehr, sehr wenige Leute, die die MR3 durchgespielt haben, weil es einfach so viele Funktionen gibt und man so viel damit machen kann. Und es ist ähnlich wie bei Photoshop oder anderen Adobe-Produkten. Es gibt gefühlt 5 Wege, um zum gleichen Ziel zu kommen und jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Workflow. Und ich möchte euch in diesem Video so ein bisschen mitnehmen und euch quasi live in die Programmierung mit einsteigen lassen. Das heißt, ich werde euch wirklich von Zero to Hero, also quasi von Null bis zur fertigen Show mitnehmen und euch entsprechend zeigen, wie man das Ganze mit MR3, dem MR3 Startshow-File machen kann, weil ich finde, dass man natürlich auch, weil ich das eigentlich so als Tutorial so ein bisschen vermisst habe in meiner Recherche, auch in Vorbereitung auf den Gig, dass ich wirklich mal irgendjemand habe, der wirklich von Null bis zum fertigen Show-File irgendwie da mal ein komplettes Tutorial macht. Deswegen wird dieses Video auch ein bisschen länger werden und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen auf jeden Fall mitnehmen und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die OnPC. Fangen wir also an. Dazu habe ich natürlich GrandMA3 OnPC erstmal gestartet. Ich nutze die Version 1.8.1.0. Das ist die aktuelle Variante, die ich nutze. Und das erste, was wir natürlich machen, ist erstmal das MR3 Startshow-File laden. Dazu klicken wir hier oben links einmal auf dieses Zahnrad und sagen Backup. Dann haben wir hier die Übersicht und können uns da auswählen, was wir haben wollen. Ich habe das jetzt mal einfach zum Start mal mein File, Jans YouTube Show-File genommen. Übrigens, wenn ihr möchtet, kann ich euch auch gerne dieses File zur Verfügung stellen. Schreibt dazu gerne auch mal einen Kommentar unter das Video, ob ihr das mal haben wollt, wenn ihr selber ein bisschen ausprobieren wollt oder das mal reinladen wollt, um zu sehen, was bei euch, ob das bei euch so funktioniert und was ich wie gemacht habe. Als erstes klicke ich hier auf Load und dann wähle ich hier oben so lange an, bis da oben Demo Shows steht. Ihr seht ja hier, wir haben Backups, wir haben Demo Shows, wir haben Shows und ihr wählt dann letztendlich so lange an, bis hier Demo Shows steht und wählt dann hier draus MR Startshow File. Dann klickt ihr hier auf Load und dann fragt er euch, wollt ihr das vorherige Projekt speichern? Das wollen wir natürlich nicht machen, weil ich da nichts gemacht habe und dann hat er das quasi hier schon vernünftig gebaut. Da zuallererst wichtig, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht so wie ich hier so ein 37 Zoll Wide Ultra Wide Screen habt und nicht so viel Platz auf dem Display, klickt einfach hier oben aufs Zahnrad und dann sagt er hier Configure Display. Und dann könnt ihr hier den Scale einstellen, also wie das Ganze skaliert werden soll. Also normalerweise steht der ja eigentlich immer so. Das ist nur ein bisschen groß und auch für die Videos ist es jetzt ein bisschen schwierig, deswegen habe ich es auf 0,75 gestellt. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch sagen, hey, ich will die Showbar aus- und anschalten oder ich will die unten die Command-Line weg. Aber das sind wichtige Sachen, die wir gleich bei der Programmierung brauchen werden. So, das ist quasi so grob das Startshow-File. Wir haben hier oben einmal die Groups, da fangen wir gleich an, Selection Groups zu bauen. Dann haben wir hier rechts die ganzen unterschiedlichen Ansichten. Das nicht verwechseln mit diesen Ansichten, also das sind andere Ansichten als diese. Solltet ihr mal hier irgendwie woanders hinklicken, dann einfach wieder hier unten auf Startshow gehen und dann habt ihr quasi hier eure Startshow Unterlagen oder eure Startshow Projekt quasi oder Ansicht hier auch entsprechend drin. So, wir haben unterschiedliche Positionen oder unterschiedliche Screens, die ich euch gleich einmal zeigen will. Ich zeige euch einmal die Gesamtübersicht, damit ihr alle einmal seht. Wir haben einmal die Position, also die Layout Position, dann haben wir das Layout Farben und das Layout Color. Und dann haben wir hier unten noch Playback, also die Executor-Sachen entsprechend drin. Und genau, da könnt ihr dann letztendlich am Ende die Sachen draufpatchen. Da werden wir aber ganz zum Schluss dann noch
mal hinkommen. Als erstes, was wir machen, wir gehen wieder hier oben in unser Startshow-Position, mein Gott, was ein schwieriges Wort, gehen wir in Startshow-Position rein und dann klicken wir hier oben auf Startshow-Manual. Das ist quasi euer Guide, mit dem ihr letztendlich euch durch diese Ersteinrichtung dieser Startshow hangeln könnt. Da klickt ihr einmal drauf und da sagt er uns natürlich jetzt als erstes, okay, man braucht natürlich erstmal Lampen, also patchen wir uns erstmal ein paar Lampen. Dazu klicken wir hier oben auf dieses Zahnrädchen und gehen dann hier auf den Patch. Genau, und dann haben wir hier eine Hülle und Fülle von Lampen, die ich auswählen kann. Ich habe jetzt in meinem Fall für unsere Show, habe ich jetzt mal 4 Robe Pointies mir gemietet. Und dann gebe ich hier mal ein, Robe Pointe. Und dann schlägt er mir hier auch schon direkt vor, hey, ich habe hier diese 3 gefunden. Wir wollen jetzt den normalen, den klassischen Pointy haben. Und den nehme ich jetzt mal im Mode 1, im 24 Mode. Und habe dann letztendlich da die Möglichkeit, den darüber zu steuern. Dann klicke ich hier auf Select. Und dann geht schon hier das nächste Fenster auf, wo ich jetzt erstmal den Namen definieren kann. Ich würde sie jetzt einfach zum Beispiel mal Pointe nennen. Was cool ist, wenn ihr mehrere Lampen habt bei 4, also ich habe jetzt insgesamt 4 Stück, da macht es jetzt keinen Sinn, aber wenn ihr 30 Lampen habt, macht es schon Sinn. Schreibt dahinter einfach eine Zahl, also 1, und dann nummeriert der die automatisch im Patch von 1 bis ja, die Anzahl, die ihr habt, quasi hoch. Das ist eigentlich ganz praktisch, um mal zu gucken, okay, ich habe jetzt den dahin gesetzt, und das macht gerade bei Layout-Views extrem Sinn zu wissen, welche Lampe das denn jetzt genau ist. Dann klicke ich hier auf Please und dann wähle ich natürlich noch aus, wir brauchen insgesamt 4 Stück, die wir haben. Klickt dann nochmal auf Please. Dann die Fixture-ID, da schlägt er mir hier auch was vor. Ich habe jetzt einfach die Fixture-ID 1 genommen. Klar, da gibt es natürlich auch wieder andere Philosophien. Da kann man andere Sachen machen. Wenn man natürlich auch größere Shows hat, dann macht es vielleicht da auch Sinn, das irgendwie schon so ein bisschen zu benennen, wo der letztendlich, ja, in welchem Universum der sich aufhält, etc. etc. Da klicken wir auch einmal auf Please und abschließend noch auf den Patch. Wir starten bei Adresse 001. Die 1 vorne ist immer welches Universum. Also wir sind auf dem ersten Universum im quasi bei Kanal 1 oder bei ja, DMX-Adresse 1 und da klicken wir dann auch einmal auf Please und wenn alles grün ist, dann passt das soweit und dann klickt ihr unten rechts einmal auf Create. Jetzt seht ihr die Robe Pointies hier in unserer Übersicht in dem Patch und wie gesagt, hier seht ihr ja 1, 2, 3, 4, 4 ist es quasi hochnummeriert und hier hinten seht ihr jeweils die DMX-Adresse, das heißt, ihr müsst den ersten auf 1 stellen, den zweiten auf 25, den dritten auf 49 und den vierten auf 73. Damit das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher wird, neben so einem Spot würde ich auch nochmal hier ein neues Fixture hinzufügen und zwar habe ich noch so 4 Involight LED-Parkern, die irgendwie 9x10 Watt haben. RGBA W, glaube ich. Und die habe ich jetzt, möchte ich auch noch hinzufügen. Die gibt es leider hier nicht in der Library. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Generic und da zeigt er mir an, welche Generic-Effekte ich hier habe und kann dann hier mal durchscrollen und sehe dann hier, ah, okay, was haben wir denn hier und kann mir dann hier entsprechend einen generischen Effekt auswählen. Zum Beispiel hier diesen RGBAW und kann mir dann hier sagen, DMX Footprint ist 6, also 6 Adressen. Das passt auch ungefähr mit meiner Steuerung. Ich hoffe es zumindest. Und dann klicke ich hier einfach auf Select und füge die natürlich auch hinzu. Ich nenne die jetzt mal LED-Spot und dann 1. Da haben wir auch 4 Stück von. Da klicke ich wieder hier auf Please. Habe dann hier wieder 4 Stück, die ich hinzufügen möchte. Fixture-ID ist natürlich fortlaufend. Also die Fixture-ID ist über das komplette Projekt. Das heißt, es ist jetzt nicht wieder, dass er bei 1 mit Zählen anfängt, sondern halt hochgeht. Dann klicke ich nochmal auf Please und du siehst, man sieht ja hier schon, er ist jetzt bei DMX-Adresse 97. Da klicke ich auch mal drauf. Inwieweit man den Patch jetzt noch anders machen kann, steht auf einem anderen Blatt, aber das könnt ihr ja so machen, wie ihr wollt. Und wenn ihr da irgendwie noch ein bisschen flexibler sein wollt, könnt ihr das auch anders patchen. Aber der Einfachheit halber lasse ich es jetzt einfach mal so, wie es auf Default ist, weil es geht ja darum, dass ihr hier erstmal einen groben Überblick über alles bekommt und wissen könnt am Ende, wie man so eine komplette Show in Anführungszeichen programmiert. Dann klicken wir hier unten auf Create. Und dann haben wir die Sachen hinzugefügt. Man kann jetzt noch so eine coole Spielerei machen. Das würde ich jetzt auch nochmal einmal schnell machen. Man hat die ja hier quasi jetzt alle untereinander. Und das sieht ja vielleicht auch ein bisschen unsauber aus. Bei 2 unterschiedlichen Typen macht es jetzt eigentlich keinen Sinn. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier noch ein New Fixture hinzufügen. Und tippe hier oben einfach ein Grouping. Und dann kann ich da quasi was eintippen. Jetzt sagt uns hier, hä, wieso findet wir jetzt hier nichts? Das liegt daran, dass ihr hier oben Show ausgewählt habt. Ihr müsst einmal auf Library klicken. Und dann seht ihr hier, dass der quasi in dem Grouping drin ist. Und das Grouping ist letztendlich, ja, wie der Name schon sagt, eine Gruppierung, die klicke ich einmal an. Dann nenne ich zum Beispiel jetzt diese Gruppe MHs zum Beispiel. Klicke dann hier auf Please. Quantity würde ich einmal 1 machen, weil wir brauchen ja nur eine Gruppe. Und dann
Können wir hier noch Fixture-ID, können wir jetzt auch weglassen, finde ich. Man kann da noch viel mehr Sachen mitmachen, wie gesagt. So, jetzt klicken wir hier auf Please und createn das Ganze. Und dann haben wir letztendlich hier diese Gruppe erstellt. Die könnte ich theoretisch, wenn ich gesagt, wenn ich eine Fixture-ID genommen hätte, könnte ich die auch komplett antriggern. Will ich jetzt aber erstmal nicht machen. Als nächstes fügen wir jetzt diese Pointies da mal ein. Da selecte ich die einfach mal einmal komplett. Dazu einfach die Shift-Taste gedrückt halten oder einfach hier gedrückt halten und dann so rüberziehen. Dann seht ihr dieses blaue Rechteck und dann könnt ihr die markieren. So, die blauen wollen wir jetzt ausschneiden. Das heißt, ich klicke hier einmal auf Cut und klicke dann wieder hier rein, wo ich die hinhaben will und klicke dann da auf Paste und habe die dann letztendlich hier sauber einsortiert. Der Ordnung halber füge ich jetzt auch nochmal für die LED-Spots eben neue Gruppe hinzu. Dazu gehe ich wieder hier in die Library, sage wieder Grouping und wähle hier wieder die Gruppe aus. Wieder das Ganze, das gleiche Spiel, nennen die Dinger dann LED oder die Gruppe dann LED-Spots und klicke dann hier auf Please. Eine Anzahl will ich und ich will auch keine Fixture-ID. Klicke wieder auf Please und klicke hier auf Create. Und dann muss ich natürlich auch, wie gerade mit den Spot, wie mit den Pointies, natürlich diese dann auch quasi zuordnen. Das heißt, ich muss hier die einmal ausschneiden und die dann unten bei der richtigen Gruppe einordnen. Dann sehen wir, hier haben wir jetzt quasi die vier LED-Spots drin und hier rechts haben wir natürlich dann auch die die DMX-Adressen, sodass ihr genau wisst, wie ihr die adressieren müsst. Und ihr müsst natürlich da auch immer schauen, ob das dann auch von der DMX-Belegung passt. Und genau, das müsst ihr mal gucken, dass das funktioniert. Genau, damit haben wir erstmal den Patch soweit abgeschlossen. Ich würde sagen, wir klicken jetzt einmal hier oben auf das X und dann sagt er uns, will ich die Änderung speichern? Natürlich wollen wir das machen. Das heißt, wir klicken hier auf Save und Exit. So, dann haben wir jetzt letztendlich hier unsere Lampen hinzugefügt. Aber natürlich müssen wir jetzt gucken, dass wir die natürlich auch jetzt den Selection Groups hinzufügen. Also, wir wollen ja quasi eine Selektion, dass ich sage, okay, ich will eine Gruppe haben, wo ich dann Moving Heads drin habe, eine Selection Group, wo ich dann zum Beispiel die LED-Paths drin habe und das könnt ihr so machen, indem ihr hier einmal auf Fixtures geht und dann seht ihr hier letztendlich die Sachen, wie wir sie gerade im Patch gesehen haben und die können wir uns dann letztendlich auf die jeweiligen Sachen legen. Das heißt, ich markiere wieder hier einmal die vier Pointies, weil ich will ja eine Gruppe mit den vier Pointies machen und kann die dann letztendlich hinzufügen. Wichtig, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist, macht die Shortcuts an, weil das macht das Arbeiten gerade mit OnPC deutlich einfacher. Wenn ich hier auf Shortcuts gehe, habe ich unterschiedliche Sachen, die ich nutzen kann. Wenn ihr nicht wisst, wie der Shortcut ist, wenn ihr zum Beispiel hier oben auf diese Tasten geht, die ihr auf einer normalen Faderwing oder auch auf einem großen Pult habt, vorhanden sind, könnt ihr auch hier unten sehen, was da für Shortcuts drin sind. Und gerade so Sachen wie Selection, Store oder die Standardsachen oder On oder Off, die kann man natürlich sehr gut dann hier drüber über die Tastatur abrufen. So, wir wollen jetzt diese Selection Group von den vier Scheinwerfern, wollen wir natürlich speichern. Dazu klicke ich hier einmal auf S und dann sehen wir hier unten in der Command Line wird dann auch entsprechend das Store angezeigt und jetzt muss man natürlich auswählen, wo will ich denn die ganzen Scheinwerfer hinhaben. Also klicke ich hier einmal auf Store und dann sagt ihr mir, ja, will ich, welchen Store-Modus will ich machen. Und hier ist immer wichtig, da ja alles miteinander verknüpft ist in dieser Startshow, klickt hier am besten immer auf Merge und damit das vernünftig läuft. Wenn ich drauf geklickt habe, seht ihr jetzt auch schon hier, wird dieses Fenster jetzt auch gehighlightet oder diese Gruppe wird gehighlightet, sodass ihr für euch auch ein Anzeichen habt, okay, die ist jetzt belegt, die allen anderen sind noch nicht belegt. Jetzt haben wir ja hier Startshow 1, Group 1, ist ja ein bisschen nichtssagend und jetzt wollen wir die auch entsprechend benennen. Ganz kurz vorweg, wenn irgendwas nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt, bei mir war es gerade so, dass irgendwie ich aus Versehen gescrollt habe mit meiner Maus und dann auf einmal die erste Gruppe weg war und dann hier irgendwas Neues gespeichert habe. Ihr könnt hier einfach auf diesen Button klicken und dann die Ups-Taste ist quasi Steuerung Z. Damit könnt ihr jederzeit einen Schritt zurück. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich und hat mir das ein oder andere Mal schon echt den Arsch gerettet. So, wir haben jetzt hier Startshow Gruppe 1. Die ist ja ein bisschen uneinsichtig, was das jetzt ist. Dazu können wir die letztendlich benennen. Dann macht ihr einen sogenannten Swipey-Move. So heißt das bei Grand MA. Und zwar könnt ihr dann einfach die Maustaste drauf markieren, dann die Maustaste, linke Maustaste gedrückt halten und nach unten ziehen. Und dann geht dieses Menü auf. Da könnt ihr zum Beispiel das Ding verschieben, wenn ihr sagt, ich will es auf Position 7 haben oder ihr könnt es speichern, löschen und auch, was wir machen wollen, labeln. Das heißt, wir wollen es labeln und ich nenne das Ding jetzt einfach mal Pointe MHs und drück Enter und dann sehen wir hier, dann hat er das quasi umbenannt. So, jetzt wollen wir natürlich noch eine zweite Selection Group machen. Das heißt, wir clearen einmal alles. Das heißt, ihr müsst hier auf Add und dann auf Clear gehen. Und dann seht ihr hier oben, dann ist die Selection wieder weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Diesen Clear-Button braucht ihr eigentlich auch immer. Und in der Regel könnt ihr da eigentlich auch mal dreimal draufhauen und dann ist quasi erstmal alles geclearet aus dem Programmer etc. etc. Dann markiere ich mir als nächstes die LED-Spots. Die will ich ja auch in einer Selection Group drin haben. Und dann passt das. Auch da drücke ich wieder Store, füge das wieder hier hinzu und sage wieder hier Merge.
und wähle natürlich dann auch hier wieder das Label an und nenne die dann LED-Spots. Ich denke mal, ich werde die wahrscheinlich bei unserem Gig so ein bisschen wieder als Drumriser nehmen. Wie gesagt, genau kann ich es noch nicht sagen, wie wir das am Ende machen werden. Das könnt ihr einfach in dem nächsten Video letztendlich sehen, wie wir es am Ende gemacht haben. Das werde ich auch, wie gesagt, habe ich auch verlinkt. Und da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie ich es dann im Detail gebaut habe, weil das immer alles vor Ort so ein bisschen Freestyle ist und mal ein bisschen gucken muss, wie kann man es irgendwie cool machen. Genau, da haben wir jetzt hier die LED-Spots entsprechend markiert, beziehungsweise sind jetzt drin. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zu unserem Startshow-File zurück und schauen uns doch mal an, was wir denn als nächstes machen sollen. Wir haben ja jetzt hier die Fixtures gepatcht, also die Scheinwerfer. Und ich klicke jetzt mal hier auf Startshow-Manual. Und da steht natürlich schon drin, was ich eigentlich schon gemacht habe. Fill Group 1 through 6 with Fixtures. Genau, da kann man quasi hier die Gruppen, die Selection-Gruppen machen und genau, man hat die quasi genutzt und hat dann letztendlich hier, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wir haben ja hier oben die Gruppen und die sind auch hier in den Layout-Ansichten zu finden. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt hier drauf klicke oder ob ich da oben drauf klicke, ich habe immer meine Selection quasi drin. Also das ist alles schon gut vergeben, das funktioniert auch alles sehr gut und da kann man auf jeden Fall eigentlich alles machen. Weiter geht es mit dem nächsten Schritt, den wir jetzt machen müssen. Und bevor wir jetzt hier auf den Position Wizard klicken, noch ein wichtiger Hinweis. Ich würde immer diese MR-Startshow-File laden und dann entsprechend erstmal unter einem eigenen Namen neu speichern, dass ihr euch da nicht dieses Standard-File letztendlich kaputt haut. Deswegen klickt da einmal drauf, wie gesagt, und dann hier auf Save As. Und dann nennen wir das Ganze MR3 Startshow und dann nenne ich es mal YouTube. Und dann klicke ich einfach auf Enter und dann sagt er, ja, genau, Showfile. Und dann ist das gespeichert. Ihr könnt zwischendurch auch ruhig mal hier auf Quick Save gehen, aber in der Regel speichert er das automatisch. Der nächste Step ist jetzt dieses Position Preset und da kann man natürlich jetzt noch was Cooles machen. Hier steht natürlich for the cross positions, Preset is necessary to fill the even and odd groups as well. Das habe ich nämlich auch im ersten Moment nicht gesehen und mich gefragt, so, hey, was meinen die jetzt damit? Da müsst ihr zu wissen, das ist nämlich quasi die gerade und ungerade Anzahl. So, wenn ihr jetzt mal diese Groups hier vergrößert und die mal größer macht, dann werdet ihr hier unten sehen, ah, da gibt es noch mehr. Das habe ich nämlich auch erst später rausgefunden. Ich verstehe auch nicht, wieso die nicht direkt hier hinter dran sind, aber wahrscheinlich, damit man noch mehr Selection Groups sich da selber bauen kann. Und das heißt, wir gehen jetzt nochmal einmal wieder zurück in den Fixture View und belegen natürlich auch nochmal die Even und Odds quasi. Das ist bei 4 Lampen entsprechend einfach und hier sieht man natürlich auch sehr schön, dass die alle untereinander sind. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Ich mache das Ganze jetzt mal eben hier auf die Schnelle. Also 1 und 3 haben wir in einem und klicke dann wieder auf Store und speichere die dann hier entsprechend. Und das Ganze machen wir natürlich jetzt auch für die anderen beiden, also 2 und 4. Klicken wir wieder auf Store und dann könnt ihr das quasi einfach so durchpatchen oder so durchspeichern und dann geht das. Und das Ganze machen wir jetzt auch für die Fixtures bzw. für die LED-Spots. Dann klicken wir einmal drauf, klicken hier wieder auf Merge, clearen das einmal und dann machen wir 2 und 4, speichern das einmal, speichern das hier ab. Genau, und dann haben wir das quasi drin und dann kann man das nämlich auch nutzen. Das ist, wenn du jetzt hier auf Startshow gehst und dann hier Positions, dann haben wir ja hier diese Cross-Sachen. Die kann man natürlich dann damit auch besser machen und dann sieht das am Ende auch besser aus. Das werden wir uns gleich mal anschauen, wie das mit dem 3D noch aussieht. Dann klicke ich hier auf Position Wizard und dann läuft der einmal durch. Dann sehen wir jetzt hier, dann macht er auch was und dann ist das quasi schon abgeschlossen. Der nächste Schritt könnt ihr einfach mal gucken, könnt ihr auch immer machen. Zum Hinweis, dieses Startshow-Manual ist einfach nur für euch, damit ihr wisst, welche Schritte ihr machen müsst. Also ihr könnt das ruhig, wenn ihr jetzt einen Schritt zu viel geklickt habt, auch nochmal einmal durchmachen. Also da passiert nichts. Das ist einfach nur so eine Guidance, wenn ihr jetzt kein Tutorial habt, wie dieses hier, wo ihr das wirklich alle Schritt für Schritt erklärt bekommt, dass ihr dann wisst, okay, was muss ich jetzt machen. Klicken wir mal drauf. Was sagt ihr uns als nächstes? Check all your presets and fill them with values for your fixtures where is necessary. Take care that the Gobos presets always contain available Gobos selection attributes. Genau, das ist ganz, ganz wichtig und das ist natürlich gerade, wenn ihr Spots habt, also wie so ein Pointy, wo man natürlich viele Gobos hat, extrem wichtig. Dazu klicken wir jetzt als erstes erstmal in die Color View, weil da auch natürlich noch ein bisschen was zu machen ist. Weil das ist nämlich so, bei dem Startshow-File ist es so, dass das primär für RGB-Lampen ist. Wir haben aber beim Pointy nicht die Möglichkeit, eine klassische RGB-LED zu haben, weil der halt schon ein bisschen älter ist und deswegen nur ein Farbrad hat. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch entsprechend die Farben auch patcht. Das heißt, wir öffnen uns jetzt hier einmal entsprechende View. Ihr könnt es einfach immer machen, indem ihr hier einfach aufzieht und dann
dann den Bereich markiert und ich würde zum Beispiel hier immer ein Dynamic Preset nehmen. Das heißt, wenn ihr unten im Programmer unterschiedliche Sachen auswählt, zeigt er euch immer die passenden Presets zu den entsprechenden Auswahl an. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Position, Gobo oder Color etc. Beam, sodass er uns oben immer anzeigt, okay, diese Presets sind schon vorgespeichert. Wir wollen aber jetzt zum Color und da werden wir ganz schnell feststellen, so, okay, da ist ja jetzt irgendwie kein RGB, zwar bei den LED-Spots, das funktioniert auch out of the box, aber wenn ich jetzt hier die Pointies anwähle, habe ich da nämlich nicht die Möglichkeit, RGB einzutippen, sondern muss das Ganze übers Farbrad machen. Bei dem Farbrad kann ich hier quasi draufklicken und mir hier meine vorgefertigten Farben letztendlich auswählen. Ich würde jetzt zum Beispiel mal so, ich mache es jetzt mal exemplarisch für ein paar Farben, ich mache jetzt nicht alle, aber nehmen wir zum Beispiel mal ein Grün, dann wähle ich hier ein Grün aus und selecte das letztendlich und hau das dann letztendlich hier mit in die Farben rein. Dazu überspeichere ich das Ganze, beziehungsweise speichere ich das, merge ich die Farben mit rein, sodass natürlich dann die Grandma weiß, ah, okay, wenn die Farbe grün angewählt wird hier oben in dem Layout, dann muss ich das mitmachen. Also drücke ich wieder Store und speichere mir das jetzt mal, ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Full Green und klicke dann hier auf Merge. Dann sehen wir hier auch schon, dann zeigt er diese Ansicht auch zweifarbig an. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Da sieht man halt, dass da mehrere Farben drin sind. Das gleiche machen wir jetzt zum Beispiel auch nochmal für Rot, da klicke ich auch wieder auf Store, wähle hier mein Rot an, klicke hier auf Merge und dann sehen wir hier, die Farbtemperatur ist halt ein bisschen eine andere, deswegen zeigt er das, wie gesagt, ein bisschen anders an. Sieht man hier auch bei dem Yellow, das ist für mich eigentlich kein Yellow, aber gut, das ist halt nun mal so. Dann nehmen wir zum Beispiel noch ein Ember und speichern das letztendlich auch hier nochmal mit dem Orange rein. Und dann soll es das erstmal gewesen sein, dass man da so ein bisschen weiß, okay, was haben wir denn hier für Farben? Das ist also alles ganz entspannt. So, weiter geht's jetzt mit den Gobos. Bei den Gobos auch wieder das gleiche Thema. Wir haben hier diese Ansicht. Und jetzt fragt ihr euch so, hä, okay, wie viel haben wir jetzt hier 1 bis 6 und dann nochmal 1 bis 6? Also grundsätzlich ist es, glaube ich, so gedacht, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liegen sollte, dass man quasi Gobo 1 bis 6 hat in der Regel und dann ist es ja meistens so, dass man auch noch einen Gobo-Shake hat. Also ich denke mal, dass wahrscheinlich die zweiten 6 Gobo-Shakes sind und man da letztendlich dann noch Special-Funktionen bauen kann. Hier vorne das vordere Ding ist Open und hier hinten das ist Iris und hier kann man den Zoom weiter aufziehen. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Pointy hat ja auch eine Zoom-Funktion, dass ich quasi auch einen Frostfilter machen kann und dann theoretisch damit sagen kann, okay, ich will jetzt keinen Beam haben, sondern wirklich eine offene Lichtquelle, dann kann ich das hier drüber auswählen. Was ihr auch machen könnt, damit ihr mal rausfinden könnt, was ist, ihr könnt hier auch rechtsklick einmal drauf gehen und dann seht ihr hier, welche Sequenz aufgeht. Und dann sehen wir da oben Sequenz 5193 und da könnt ihr natürlich euch dann mal raussuchen und dann entsprechend in die Sequenz gucken, wenn ihr da irgendwas überschreiben wollt, könnt ihr dann auch feststellen, was denn hier überhaupt hinterlegt ist. Und zwar müssen wir hier nochmal gucken, dass wir hier die Gobos entsprechend drin haben. Dazu ziehe ich mir hier einmal dieses Fenster auf und dann haben wir da die Möglichkeit über Dynamic Presets uns das hier abzuspeichern. Wir können hier, wir sehen, habe ich schon einen Gobo gespeichert. Ich würde sagen, wir speichern jetzt mal weitere. Und das Coole daran ist, die werden dann automatisch hier oben entsprechend übernommen. Das heißt, wir müssen die einmal hier unten einspeichern und dann, wenn ich hier gleich auf Cook Gobos drücke, werden die quasi hier eingebrannt, sage ich mal so. Und dann kann man die letztendlich in dem Overall-Ding anwählen. Dazu wähle ich jetzt erstmal hier irgendwie noch ein Gobo aus. Jetzt hier zum Beispiel nochmal das zweite Gobo-Rad, nehmen wir hier irgendwie sowas mal, drücken dann wieder auf Store und speichere das hier und dann klicke ich hier auf Merge. Das Ganze machen wir jetzt für ein anderes Gobo auch nochmal. So, und dann klicke ich wieder auf Store, speichere mir das hier ab. Da gibt es auch andere Sachen, wenn ihr hier nochmal das Fenster aufzieht und einen dynamischen Pool öffnet und dann hier Richtung Beam oder Fokus geht, dann könnt ihr natürlich hier jetzt auch sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel den Zoom nochmal definiert haben, dass ich sage, okay, beim Pointy hat man ja die Möglichkeit, da quasi einen weiten Frost, bis zum Frost zu gehen oder normal das zu machen und dann kann man hier diese Sachen auch nochmal einspeichern. Ich würde zum Beispiel jetzt hier nochmal sagen White auswählen und dann wieder Store drücken und das dann hier bei Open White reinmergen. Und dann sehen wir auch hier, dann wird das aktiv. Das Ganze können wir noch für normal machen, dass wir dann hier auch Open mitmachen und das speichern wir da auch mit rein. Und das Ganze für Small, dass wir wirklich einen ganz engen Beam haben, den können wir auch nochmal hier mit reinspeichern, sodass wir das auf jeden Fall haben. Dass ihr wisst, dass es diese Sachen auch gibt und je nachdem, was eure Lampe natürlich noch für Funktionen hat, kann man das hier auch mit einspeichern. Wie gesagt, hier beim Beam könnt ihr natürlich dann auch noch andere Sachen reinpacken. Das hängt natürlich dann auch immer davon ab, was die Lampe entsprechend kann. Dann geht's weiter. Ich clear hier einmal wieder den Zoom raus, dass das da alles raus ist aus dem Programmer und ich gehe wieder hier in diese Start-Show-Position-File rein, weil ich das irgendwie so gerade das Ding, wo wir jetzt losgelegt haben, dass ihr da wisst, wo wir uns dann entsprechend bewegen. Hier seht ihr zum Beispiel auch, das wären natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also wir sehen jetzt hier auch wieder was von 1 bis 6. Diese Sachen sehe ich, glaube ich, so an. Wie gesagt, korrigiert mich bitte gerne, wenn ich falsch liege. Ich
habe leider keine Anleitung gefunden von diesem Startshow-File, außer dieses Video von den Kollegen. Das ist wahrscheinlich, diese 1 bis 6 sind wahrscheinlich Positionen für Spots. Also wenn ihr sagt, okay, ich brauche jetzt noch einen Spot für einen Gitarristen oder einen Spot für einen Keyboarder oder Schlagzeuger, dass man sich das hier fest einbauen kann und sagen kann, okay, Position 1 ist irgendwie Drummer und Position 2 Gitarrist etc. etc. So, wir machen jetzt weiter und da müssen wir natürlich jetzt auf den nächsten Punkt hier klicken. Wir hatten jetzt ja gerade schon Cook Positions. Als nächstes klicken wir hier auf Cook Color. Wichtig ist natürlich auch, dass wir die LED-Spots machen. Also würde ich sagen, machen wir das eben noch schnell, bevor wir da oben noch einmal draufklicken. Da könnt ihr euch mal angucken. In der Regel ist das in RGB-mäßig schon konfiguriert. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf ein Rot klicke und vorher natürlich die auch die LEDs angewählt habe, dann könnt ihr das natürlich anwählen. Ihr könnt übrigens, wenn ihr unten rechts auf All Color Off geht, dann macht ihr alle Colors aus. Wir müssen natürlich immer erst die Sachen selektieren, damit wir uns unten noch anzeigen können, was er für Werte uns ausgibt. Da klicke ich zum Beispiel mal hier auf Rot und dann gehen wir hier auf Color und dann muss ich hier natürlich entsprechend RGB auswählen und dann sehen wir hier, hat er das schon wunderbar gepatcht. Das heißt, das Ganze leuchtet auch schon rot. Ich zeige euch das gleich auch nochmal entsprechend im 3D-Editor, dass ihr mal sehen könnt, dass da auch schon was funktioniert. Den richten wir uns gleich auch nochmal schön ein, damit ihr auch wisst, wie man da programmieren kann, weil so ganz ohne 3D-View ist es dann doch immer ein bisschen schwierig zu verstehen, was ich denn hier überhaupt meine. So, die machen wir wieder aus, dass da nichts mit passieren kann. Ich clear wieder den entsprechend und das ist halt auch das Coole, dass ihr euch ja dann da immer was reinpatchen könnt und dann letztendlich schnell mit dieser Startshow-File wirklich was machen könnt. Wir gehen wieder zurück zu Positions und klicken dann hier jetzt mal auf den Button Cook Color und da hat er kurz was gemacht, habt ihr gesehen und hat dann quasi die Farben gekocht und dann klicken wir hier auf den nächsten Punkt, Startshow Manual und da ist jetzt hier quasi das Ding Cook Position, das heißt, das ist natürlich dann auch das, was wir wahrscheinlich hier haben, dass wir nicht Position Wizard haben mit den Ups and Downs. Das zeige ich euch gleich auch nochmal ganz kurz, wie das am Ende aussieht. Und hier diese Positions, das heißt, wenn ich da wirklich Spot Positions habe, klicke ich hier auf Cook Positions, klicke dann wieder hier auf Start Show Menu und dann sagt er hier als nächstes Cook Color. Das haben wir natürlich jetzt gemacht. Ihr könnt es ruhig auch nochmal machen, also das kostet nichts extra und das könnt ihr dann auf jeden Fall auch mit einbauen. Dann klicke ich wieder da drauf und dann sagt er hier Press Macro 5 Cook Gobo. Ganz wichtig natürlich, dass man natürlich vorher diese Gobos entsprechend definiert hat, damit man das auch einfügen kann, damit das auch gemacht wird. Und dann klicke ich hier auf Cook Gobo und dann ist quasi das Ganze schon fertig. Wenn ich hier nochmal draufklicke, sagt der Congratulations, you made it, turn on the dimmer, enjoy the layouts and be creative. So, und das ist der Punkt, wo ich jetzt quasi bei dem Startshow-Video ein bisschen nicht lost war, aber wenn man jetzt noch nicht ganz so viel mit Grandam A3 gemacht hat, dann weiß man eigentlich noch gar nicht so, okay, was muss ich denn jetzt wie machen? Deswegen hört das Video bei mir jetzt hier nicht auf, sondern es geht natürlich noch weiter. Und dazu würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal an, dass wir so ein bisschen uns das Ganze im 3D-View mal anschauen. Dazu muss ich den erstmal so ein bisschen hier hin und her schieben, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich schiebe das hier mal kleiner, dass wir hier so ein bisschen was machen können, beziehungsweise ich würde, glaube ich, sogar mal in den Startshow Full gehen. Das Playback schalten wir uns jetzt mal aus. Dazu könnt ihr einfach da oben draufklicken und auf Delete Window gehen. Was übrigens auch immer sehr hilfreich ist, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank an Nils, der mir dann den Tipp gegeben hat, es ist auch immer sinnvoll, sich eine Ansicht zu bauen, die quasi gar nichts enthält, wo man immer von 0 aus starten kann. Dazu klickt ihr hier einmal auf den Button, auf dieses aufs Zahnrad und klickt dann hier auf Delete this Screen. Aber keine Angst, ihr löscht dann nicht die Ansicht, sondern ihr löscht nur diese aktuelle Ansicht. Das heißt, ich klicke da einmal drauf und dann seht ihr hier, so zack, ist alles weg. Und dann klickt ihr einmal hier auf Store und könnt diese Ansicht quasi hier unten zum Beispiel als Clear oder so oder als, ich weiß nicht, kann man auch sagen Blank zum Beispiel speichern. So, das heißt, ihr könnt immer wieder dahin zurückkehren und sagen, okay, ich habe jetzt ein leeres Screen und fange da mal an. Wir wollen aber jetzt mit der Startshow anfangen und auch da wichtig nochmal ganz kurz zum Thema Ansichten. Ihr müsst diese Ansichten natürlich auch immer speichern. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Startshow full habe, dann bleibt die jetzt, ist die immer genau so, wie wir sie quasi gespeichert haben und wie sie vorgegeben ist. Wir bauen uns das Ganze jetzt aber um. Das heißt, ich klicke hier mal auf diese Playback. Das brauchen wir jetzt eher für den Anfang erstmal nicht. Das will ich euch jetzt mal später zeigen. Ich will mir aber hier zum Beispiel noch einen 3D-Editor hinzufügen, damit wir auch immer sehen können, was passiert denn eigentlich. Dann gehe ich auf Presets bzw. auf Common und wähle hier 3D aus. So, dann haben wir hier den 3D-Editor. Und was wir dann natürlich machen können, ihr könnt euch ganz viele tausende Ansichten bauen. Da gibt es ja, wie gesagt, diesen Viewpool, wo man wirklich dann auch tausende von Views speichern kann. Das könnt ihr also konfigurieren, wie ihr wollt. Ich drücke jetzt erstmal auf Store und speichere mir diese View erstmal hier auf der rechten Seite ab. Und dann klicke ich dann zum Beispiel drauf und sage hier Jans Ansicht zum Beispiel. Und habe das dann letztendlich gespeichert, einfach durch Enter. Und dann habt ihr das so drin.
So, jetzt kommen wir zum 3D-Editor. Das ist auch nicht ganz so trivial, aber wenn man einmal weiß, wie es geht, dann ist es eigentlich super easy. So, wir haben jetzt, ihr seht ja jetzt schon hier, auf den ersten Blick würde ich jetzt wahrscheinlich von allen anderen aus der Community die Frage kommen, so, hä, wo sind denn jetzt die Lampen? Wieso patcht der die denn nicht? Die Lampen sind da, die sehen wir hier unten, an diesem XYZ-Dingen, die sind halt nur nicht auf der richtigen Position. So, das heißt, wir müssen jetzt als erstes erstmal die zum Beispiel die Pointies auswählen und dann sehen wir hier unten, da so ganz klein, da ist schon irgendwas ausgewählt, aber da passiert natürlich nicht viel, weil die natürlich auf dem Nullpunkt sind. So, und wir wollen natürlich die jetzt erstmal verschieben. In meinem Fall ist es so, dass die quasi hinten in der Backtrust drin sind und hinten in der Backtrust will ich die letztendlich positionieren gleichmäßig. Wie gesagt, man kann natürlich mit 3D-Tool noch ganz viele tolle andere Sachen machen. Es gibt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich hier mir entsprechend Views, Kamera-Views bauen kann. Da gibt es hier irgendwo auch ein Pool-Preset, ich finde es jetzt nur gerade leider nicht, wo man das letztendlich machen kann. Und damit kann man letztendlich dann auch die unterschiedlichen Kamera-Sequenzen machen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf 3D gehe, dann habt ihr da oben zum Beispiel Cameras. Genau, Cameras, so hieß es. Da könnt ihr dann auch sagen, wie möchtet ihr auf die Bühne gucken. Das ist natürlich zum Bearbeiten sehr gut. Wir wollen aber jetzt natürlich in meiner Ansicht bleiben und dann haben wir das quasi hier drin. Diese Views könnt ihr euch natürlich auch hier rechts reinbauen. Wenn euch das stört, dass ihr hier zwei Views habt, ich finde es aber ganz gut, dass man quasi in der Startshow nochmal diese Unterpunkte hat, weil das dann letztendlich eine Ebene tiefer ist. Das nur zum Verständnis. So, jetzt haben wir natürlich die Pointies ausgewählt und ich möchte diese Pointies jetzt auch irgendwie in der Backtrust positionieren. Dazu klicken wir hier oben auf Setup und dann seht ihr hier unten im Programmer öffnet sich das XYZ-Dingen und da müsst ihr da ein bisschen rumprobieren, wie ihr die am besten positioniert. Zum Glück weiß ich schon, wie man das Ganze machen kann. Also gehen wir hier zum Beispiel auf die Z-Achse und wenn ich jetzt sage, ich will die in 5 Meter Höhe haben, dann tippe ich hier eine 5 ein, klicke auf Please. Und dann sehen wir hier, okay, da ist ja jetzt nur einer, wenn ihr jetzt hier drauf geht. Da flog er gerade vorbei. Ist ein bisschen blöd, ne? Aber das ist ja ganz easy, weil natürlich alle jetzt auf der gleichen Position sind. Das heißt, wir wollen die natürlich jetzt auch gleichmäßig verteilen. Dazu könnt ihr hier einmal an dem Drehrädler für die X-Position wählen. Was ich euch aber empfehlen würde, klickt mal hier links auf Align und wartet, bis dieses Backslash da ist. Und dann dreht ihr am Regler und dann werdet ihr sehen, wenn ich daran drehe, ich fahre mal ein bisschen näher ran, damit ihr es besser seht. Dann werdet ihr sehen, dass wir quasi hier entsprechend die Lampen quasi einstellen können, wie wir sie haben wollen. Ja, und in diesem Fall könnt ihr auch hier einfach da draufklicken und sagen, ah nee, 1,5 Meter, also in Summe wären es ja 3 Meter. Ihr verteilt es dann quasi auf von minus 1,5 bis plus 1,5 Meter. Ihr könnt aber auch sagen, hey, das ist mir zu wenig. Ich will jetzt irgendwie, mach mir die mal auf 2 Meter und dann kannst du hier das einfach ändern. Das ist also super easy. Und klickst dann hier einfach auf Please und dann sehen wir hier, dann haben wir einen deutlich größeren Abstand und habt die dann ein bisschen besser im Raum verteilt. Ihr könnt natürlich sagen, okay, das gefällt mir jetzt noch nicht so ganz so, weil die vielleicht doch nicht ganz mittig sind. Also kann ich hier an der Y-Position das Ganze verändern. Beziehungsweise, Entschuldigung, bei der Y-Position könnte es nach hinten verändern. Das sieht man dann, wenn man quasi die Kamera nach links dreht. Ich mache hier einmal nochmal die Kameras auf, dass wir die quasi einmal sehen können, wie das Ganze funktioniert. Ich mache jetzt hier mal noch kurz die Kameras auf. Dann habt ihr hier natürlich die Ansichten und wie gesagt, ihr könnt dann hier draufklicken und dann seht ihr hier, ah, okay, Back Left, Rückseite, Front. Also ihr könnt da immer ganz einfach ranfahren und euch das so aufbauen, wie ihr es haben wollt. Ich würde jetzt zum Beispiel diese ganzen Sachen noch mal ein bisschen verschieben. Es ist mit der Maus, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, das Ganze hier hin und her zu schieben. Mit dem Pult oder einer Fader Wing ist es natürlich deutlich einfacher, das Ganze hier zu programmieren und feiner einzustellen. Aber ich denke mal, so ist es jetzt auf jeden Fall in der Mitte. Das passt eigentlich ganz gut. Die Kameras kann ich jetzt ja auch gleich erstmal wieder schließen, aber ich glaube, ich lasse die erstmal hier so, dann können wir da nochmal später nochmal kurz drauf gucken, wie das Ganze passt. So, dann haben wir jetzt die Moving Heads entsprechend positioniert. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz für die Paarscheinwerfer. Die haben wir natürlich auch hier unten stehen. Da gehe ich auch wieder auf Setup einmal und dann haben wir hier unten die auch am Start. Dann drehe ich die einmal hoch und ich würde hier vielleicht sogar auch nochmal direkt schon mal eine weiße Farbe anmachen, beziehungsweise die einmal auf Full stellen, dass ich mir den Lichtkegel einmal anschauen kann und wenn ich die positioniere, dass ich weiß, wo die dann sind. Wie gesagt, man muss da ein bisschen sich anschauen, wie das Ganze hier funktioniert. Wie gesagt, so ganz verstehen checke ich das auch nicht. Da muss man ein bisschen räumliches Denken haben, wie man die hier hoch und runter verschiebt. Auch hier würde ich jetzt erstmal diese X-Position so ein bisschen verteilen. Die sollen halt so sein, dass sie vom Drum Riser nach oben strahlen, so ein bisschen, dass man so eine kleine ACL-Gruppe hat sozusagen und die sollen natürlich, wenn man jetzt mal von links guckt, die sollen natürlich jetzt nicht direkt auf der Höhe der Backtrust sein, sondern natürlich auf der Höhe vor der Backtrust und hier müssen wir natürlich jetzt auch nochmal eben die Rotation einstellen. Manchmal verstelle ich hier auch einfach alles, aber müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren, wie das am besten für euch passt. Ich muss mal gucken, wie ich hier die Rotation genau, ich will sie noch weiter, machen wir jetzt hier mal 80, ja, oder vielleicht 85.
oder 90. Wie gesagt, man kann hier mit den Sachen auch ganz gut arbeiten. Was ich noch nicht ganz verstehe, warum es jetzt genau andersrum ist, das müssen wir mal gucken. Ich glaube, da müssen wir einfach das Ganze hier mit minus 120 machen. Und dann ballert der uns auch vorne genau in die richtige Richtung. Genau, so kann man es machen. Ich würde jetzt nochmal kurz nochmal auf links gehen und die hier nochmal auf 0 setzen, dass die wirklich ganz unten sind. Wie gesagt, die Meterangaben, das könnt ihr halt selber positionieren, wie ihr das gerade braucht. Aber ich finde das immer ganz sinnvoll, wenn man das irgendwie so drin hat. Vielleicht noch ein bisschen runterdrehen, dass wir oben auch noch die Scheinwerfer sehen können. Da machen wir vielleicht nochmal hier so ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen runter. Machen wir mal hier mal, weiß ich nicht, minus 110 oder so. Hier auch vernünftig. Ich wechsle wieder auf die Front und da sehen wir natürlich, dann haut er uns natürlich jetzt voll ins Gesicht. Ich glaube, ich mache es mal anders. Ich würde es jetzt nochmal auf ganz nach oben machen, dass man nur noch den Lichtschein sieht. Machen wir mal 180. Genau, so, dann sieht man es ein bisschen besser. Vor allen Dingen sehen wir dann auch ein bisschen die Moving Heads vorne und dann könnt ihr auch sehen, was wir da mal für Color Effect haben. Wie gesagt, Positionierung, da könnt ihr euch noch viel mehr austoben. Da will ich jetzt aber auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber dass man erstmal schon mal weiß, okay, wie funktioniert das Ganze grob. Ich gehe jetzt aus dem Setup hier wieder raus und genau, dann sind wir quasi jetzt hier in der Ansicht und können uns da so ein bisschen was basteln. Ich würde jetzt erstmal kurz einmal zeigen, wie das Ganze hier überhaupt erstmal out of the box funktioniert, damit ihr erstmal wisst, okay, was habe ich denn schon überhaupt. Grundsätzlich haben wir hier oben die Farben, da unten die Gobos und oben die Positionen. Die Positionen sind natürlich für LED-Spots obsolet, weil ich habe ja keinen Pan und Tilt. Das heißt, ich würde erstmal jetzt quasi mir die LED-Spots anwählen und euch einmal kurz zeigen, so hey, es gibt auch Farben. Dazu mache ich einmal auf Full und dann sehen wir wieder, ist das Ganze weiß und dann kann ich hier zum Beispiel out of the box die Sachen einstellen und habe natürlich dann da auch die Möglichkeit, die unterschiedlichen Farben einzustellen. Was cool ist, ihr könnt hier auch, wenn ich mal näher rangehe, hier auch Color Fading machen. Das heißt, ihr wollt jetzt nicht, dass das quasi innerhalb von sofort funktioniert, sondern dass wir einen leichten Fade drin haben. Das heißt, ihr könnt hier sagen Color Fade 2, das sind 2 Sekunden und wenn ich dann da drauf klicke, dann haben wir einen leichten Color Fade auf die andere Farbe. Hier sehen wir dann so, dann fadet der langsam rüber. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder, wenn ihr auf 0 geht, einfach ausstellen. Also von daher passt das. Genau, das waren eigentlich die LED-Spots. Das ist eigentlich gar nicht so spannend. Spannender sind natürlich jetzt die Moving Heads, deswegen mache ich die jetzt auch wieder hier aus. Klicke hier auch unten nochmal rechts an der Ecke auf All Off und schalte dann auch die entsprechend wieder einmal aus. Wähle die einmal an. Schalte die hier wieder auf Zero, dass sie nicht die ganze Zeit stören. Die Kameraansicht würde ich jetzt auch nochmal einmal wieder ausmachen, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Klicke hier mal auf Delete Window und dann haben wir das Ganze. Welche Basismöglichkeiten habe ich jetzt hier erstmal? Und zwar haben wir jetzt hier unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann Positions auswählen, ich kann Farben auswählen, ich kann Gobos auswählen. So, das zeige ich euch mal, indem wir jetzt hier einmal auf die Moving Heads draufklicken und die entsprechend selektieren und klicke dann hier auf Full und dann sehen wir hier schon, weil ich hier oben rot ausgewählt habe, können wir hier natürlich durch die Farben wechseln und das Ganze entsprechend nutzen, wie wir es haben wollen und dann wechselt der hier ganz entspannt und wir können natürlich auch sagen, okay, ich will jetzt hier unterschiedliche Positionen haben, also klicke ich hier auf Position und dann fährt er an eine bestimmte vordefinierte Position, die eigentlich quasi direkt aus der Startshow kommt. Lustigerweise funktionieren bei mir diese Positionen irgendwie nicht so wirklich, hat auch ein bisschen Probleme gemacht, weiß ich nicht wieso, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Genau, und dann sehen wir hier, so wird das Ganze so ein bisschen in einer gewissen Position gefahren und dann ist es alles cool. Ja, wir haben jetzt hier auch noch die Möglichkeit, Gobos auszuwählen, das heißt, ich könnte jetzt hier auf die 1 klicken und dann sehen wir hier, wählen ein anderes Gobo ausgewählt und kann das entsprechend speichern. Da müssen wir natürlich wieder aufpassen, weil der Moving Head ja 2 Gobo-Räder hat. Das heißt, wir müssen natürlich dann hier das auch so einspeichern, dass das andere Gobo-Rad natürlich dann wieder auf Off gesetzt wird, damit natürlich da nichts überschrieben wird. Genau, das kann man mal eben machen. Da klicke ich hier einmal auf Off so und dann passt das Ganze auch. Beziehungsweise, wenn wir hier einfach auf All Gobo Off gehen, dann sind erstmal alle Gobos wieder aus und wir müssen natürlich den Programmer dann auch clearen, damit wir dann auch hier wieder unsere normalen Beam haben. So, dann haben wir das quasi ausgewählt. Ich mache jetzt auch mal wieder hier die ganzen Farben wieder aus, damit die mal weiß sind. Und dann haben wir letztendlich das Ganze ja so cool gemacht. Aber jetzt natürlich die Frage, ja, ist ja schön und gut, aber wie kann man denn jetzt irgendwelche Lauflichteffekte etc. machen? Da gibt es eigentlich ein richtig geiles Feature. Und zwar ziehe ich jetzt mal hier ein neues Fenster auf und wähle mal hier dieses All 1 aus. Und dann sehen wir hier, dann gibt es da schon vorgefertigte Presets, die ich nehmen kann. Sei es für Circle, sei es für Pan und Tilt etc. Und die kann ich letztendlich auswählen. Und ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, dass man es ein bisschen besser sieht. Und mit diesen Sachen kann ich quasi out of the box mir schon Sachen bauen. Und gerade bei so Sachen wie zum Beispiel jetzt im Circle. So, dann sehen wir hier, haben wir hier einen Circle. Der sieht ja schon mal richtig cool aus. Das bewegt sich ja ganz cool. Wir können auch sagen, okay, ich will ihn jetzt nicht da unten haben, sondern ich will zum Beispiel den Circle oben haben. Dann wähle ich die Position aus und klicke dann hier auf Circle. Und dann sehen wir hier, da dreht er sich einmal rum. Das sieht ja schon ganz cool aus. Aber vielleicht wollen wir den noch ein bisschen verfeinern und das Ganze
Ganze nicht so machen, dass der jetzt dass alle vier die gleichen Sachen machen. Jetzt haben wir hier Pan und Tilt bzw. Position ausgewählt. Wichtig ist, dass ihr das Link-Feature auf Feature stehen habt und nicht auf Single. Und dann wählt ihr hier unten mal den Phaser aus, also Phase. Und da könnt ihr jetzt was einstellen, was eigentlich meiner Meinung nach out of the box richtig gut aussieht. Wir müssen halt hier, wie gesagt, einmal auf Feature klicken, dass der anders angewählt ist, weil dann Pan und Tilt gleichzeitig bearbeitet werden und der beide Sachen nutzen darf. Dann klicke ich hier einmal auf den Tilt zum Beispiel und sage dann ihm zum Beispiel hier 0 through 360 und dann sehen wir schon im Hintergrund, dann sieht das Ganze auch schon richtig cool aus und ist quasi out of the box generiert. Wir sehen jetzt hier, dass quasi das ja schon gut läuft und das auch gut aussieht, aber wir wollen das Ganze ja auch irgendwie auf irgendwelchen Executern und Failern haben. Und da kommen wir jetzt als nächstes zu. Dazu klicke ich hier einmal drauf und wähle einmal Playback an und dann sehen wir hier schon, dann hat er uns das Ganze hier schon aufgebaut und dann seht ihr hier schon quasi eine Wing. Um erstmal ein bisschen da die Komplexität rauszunehmen, würde ich das Ganze ein bisschen kleiner machen und zum Beispiel Row 400 und 300 mal rausnehmen, dass wir ein bisschen sehen, so okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz hier. Ich würde zum Beispiel auch jetzt erstmal ganz kurz hier noch vorweg noch einmal diesen einen Fader, der hier schon belegt ist, einmal deleten, dass das einmal wegkommt. Dazu einfach auf Command und D und dann könnt ihr das entsprechend löschen. Als nächstes brauchen wir auch noch hier unsere Sequenzen. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Sequenz. Ne, das waren die normalen Sequenzen, da kann ich dann in die Sequenzen reinschauen und wir gehen jetzt hier natürlich auf die Presets, auf die Pools und dann haben wir hier nochmal Sequenzen. So, und dann sehen wir hier, haben wir hier schon Sequenzen. So, wie speichere ich jetzt diesen einfachen Kreis, der ja quasi mit so einem Face läuft, auf einen Executor. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt ganz einfach Store klicken und hier eine Sequenz auswählen. Also wirklich dann hier einfach auf Sequenz gehen und dann ist das quasi da drin gespeichert. Die andere Möglichkeit wäre es direkt auf dem Playback oder auf den Executern und Fadern zu speichern. Das würde ich jetzt einfach mal machen, weil das ein bisschen vom Verständnis her vielleicht ein bisschen einfacher ist. Und dann drücke ich hier einfach wieder S und wähle einfach hier mein Button aus. Ich würde euch empfehlen, fangt am besten immer unten an, das von unten zu speichern. Es sei denn, ihr sagt, okay, ich brauche den Platz noch ein bisschen und brauche da noch mehr. Wie ihr das strukturiert, wie gesagt, könnt ihr frei Schnauze machen. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier unten mal die 101, klicke dann hier drauf und dann sehe ich hier, okay, jetzt habe ich hier diese Szene drin. Und was ich auch sofort mache, ist auf jeden Fall diese Szene erweitern. Für mich persönlich, ich finde es halt ganz cool, wenn man hier ein On-Off drin hat, sodass man sagen kann, okay, ich habe jetzt die Szene angeschaltet oder dass die Sequenz angeschaltet oder nicht. Dazu cleare ich jetzt hier einmal alles komplett und gehe dann erstmal rechtsklick hier oben auf die Sequenz. Dann geht hier so ein neues Fenster auf und dann kann ich mir hier nämlich unter Handle das entsprechend anzeigen und dann sehen wir quasi alle Reihen bis 400. Und wenn ihr hier links auf diesen Button klickt, dann könnt ihr quasi hier ein neues, geht dann quasi was Neues auf und dann seht ihr hier, wenn ich es mal kleiner mache, beziehungsweise raus x'e, dann seht ihr hier, haben wir jetzt diese ganzen Sachen entsprechend belegt. Ich will aber natürlich diese Buttons natürlich nicht nur mit Go Plus haben, sondern zum Beispiel entweder ein Go Minus, kann man auch machen, oder halt On-Off. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier ein On, dass wir es einfach einschalten können und ein Off und können es ausschalten. Das Ganze könnt ihr übrigens auch super easy, indem ihr einfach O drückt, auch über die Kommandozeile machen. Also ihr könnt sagen, ich kann das anschalten oder ausschalten mit O, ne? Und könnt dann letztendlich die Szene abfahren. Wenn ich jetzt hier mal auf O drücke, dann sehen wir, zack, dann läuft das Ganze auch sofort und ist auf der Position. Was aber das Coole daran ist, ich kann jetzt hier oben über die Positions sagen, ja, ich habe jetzt diesen Kreis hier, den ich ja jetzt in meiner Sequenz gespeichert habe. Ich kann mir aber auch noch unterschiedliche Positionen, also unterschiedliche Startpositionen auswählen und kann natürlich dann somit das Ganze auch variieren. Also das macht natürlich schon Sinn. Ihr müsst nur darauf beachten, wenn ihr quasi hier zum Beispiel All Positions Off macht, dann ist dieser Kreis natürlich nur da unten. Deswegen immer überlegen, ob es sinnvoll ist, entweder diese Position auch mit in der Sequenz zu speichern. Das schränkt euch natürlich in gewisser Weise ein, weil ihr natürlich dann nicht durchwechseln könnt. Beziehungsweise müsst ihr dann gucken, welche Priorität entsprechend der Fader hat. Das könnt ihr natürlich auch einstellen. Das könnt ihr, indem ihr auf rechts draufklickt und dann hier unter Edit Settings und dann hier die Priority einstellt für den Fader, sodass der immer das genommen wird. Aber ich würde so
machen. Ich würde es wirklich hier einfach über diese Position machen, weil man natürlich dann sich auch noch ein bisschen kreativ, spontan austoben kann und das Ganze auch vernünftig machen kann. Wenn wir jetzt nochmal diese Szene hier oder diese Sequenz einmal starten, dann sehen wir hier, der Kreis läuft wunderbar, alles easy, alles cool. Aber wäre es ja natürlich auch cool, wenn man jetzt hier auch sagen könnte, ja, ich möchte die jetzt langsamer laufen lassen, weil ich einen Song habe, wo das viel zu schnell ist. Und wie man einen Speedfader erstellt, eine Geschwindigkeit einstellen kann, das zeige ich euch jetzt. Dazu klickt ihr hier oben, wenn ihr es schon sehen könnt, auf der 106, einmal rechtsklick drauf und dann seht ihr hier, okay, dann ist diese Page empty und dann klickt ihr hier auf Master und habt hier die Auswahlmöglichkeit Speed. So, das heißt, ihr könnt hier Speed einstellen. Also wähle ich hier mit den ersten Speed 1 aus, kann mir den auch entsprechend benennen. Wenn ich jetzt hier auf Edit Settings gehe, kann ich zum Beispiel sagen, wir wollen ein Move Speed haben. Ne, das ist ja für alle Bewegungen, die irgendwie passieren auf der Bühne, möchte ich dann, für alle Pan und Tilt möchte ich einen Move Speed definieren. So, dann klicke ich hier auf X und dann sehen wir hier, dann hat sich das Ganze quasi da unten auch schon verknüpft in der 106 und ich möchte das Ganze natürlich jetzt auch auf einem Fader haben. Das heißt, ich klicke hier nochmal rechtsklick drauf, gehe hier auf Handle und klicke wieder hier auf die 200 und habe dann hier letztendlich meinen Fader. So, hier können wir natürlich jetzt das so machen, dass wir einmal einen Key machen, der Learning Speed heißt. Das heißt, ich kann das letztendlich tappen und kann mir dann hier letztendlich meinen Master Fader drauflegen. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, kann ich quasi hier mir das Ganze anzeigen lassen und sehe dann hier, okay, ich habe jetzt 60 Beats per Minute und kann hier dann letztendlich rauf und runter einstellen und die Geschwindigkeit einstellen. Und wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel auf On gehe, dann stellen wir fest, so, wenn ich den rauf und runter bewege, passiert halt einfach gar nicht. Das hat damit zu tun, dass wir erstmal diesem Executor oder dem Fader sagen müssten, dass das Speed von diesem Speedmaster kommt. Dazu klicke ich hier nochmal auf Off und wir klicken nochmal rechtsklick drauf und ich gehe hier auf Edit Settings und habe hier die Option Speedmaster. Da klicke ich auf Speedmaster drauf und dann habe ich hier, sehe ich hier, ah, okay, wir haben ja gerade den Move Speed erstellt, also kann ich hier Move Speed auswählen. So, dann klicke ich hier oben auf X und wenn ich jetzt die Szene starte, dann sehen wir, da wird das schon ein bisschen schneller und wenn ich jetzt hier ganz runter gehen, dann sehen wir hier, wird es ganz langsam oder ganz schnell, je nachdem, wie ich es haben will. Und das kann ich wirklich mit jedem Speedfader machen oder mit jedem Movement, den ich machen kann. Ich kann das Ganze natürlich auch für einen Dimmer machen. Ich kann das Ganze für einen Color machen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und da ist man wirklich sehr, sehr flexibel und ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, das auch so zu machen. Nachdem ihr jetzt so ein bisschen wisst, wie ihr die Moving Heads programmieren könnt oder einrichten könnt, wie ihr da einen einfachen Effekt bauen könnt. Wie gesagt, es gibt da noch viele wieder weitere. Ihr schaut euch gerne auch so diese Sachen wie Tilt an, wie 8, also da gibt es halt tolle Möglichkeiten, das so ein bisschen zu variieren. Ich stelle jetzt immer die Layout-View hier auch nochmal auf Positions, dass wir da auch ein bisschen besser uns das anschauen können. Und als nächstes würde ich gerne euch noch ein bisschen was zeigen und zwar zu den LED-Parkern. Die habe ich ja unten auch positioniert und ich will auch noch ein paar Color-Effekte euch zeigen, weil da gibt es auch ein paar coole Sachen. Wir können hier letztendlich einmal die LEDs anwählen. Ich mache die einmal hier auf Full und dann sind die einmal weiß. Und ich kann zum Beispiel so ganz klassische Effekte, ne, was man ja eigentlich irgendwie immer gut gebrauchen kann für ruhige Lieder, so ein Rainbow-Effekt. So, dann sehen wir hier, cool, Rainbow-Effekt, alles easy. Den speichere ich mir jetzt zum Beispiel hier auch nochmal irgendwo unten mit rein. Da brauche ich ja eigentlich keine quasi großen Fader, wo ich irgendwas einstellen kann, sondern den speichere ich mir zum Beispiel jetzt hier einfach mal auf diesem Button. So, dann nenne ich das Ding hier, label das einfach mal und nenne das Ganze halt dann Rainbow-Effekt. So, und dann haben wir quasi einen Rainbow-Effekt. Auch hier wieder, ist natürlich jetzt gerade wieder ein bisschen schnell. Auch hier machen wir uns wieder einen Color Fader. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit des Farbwechsels ändern. Dazu klicke ich hier wieder auf die leere Page. Wähle hier Master an, wähle mir den zweiten an. Gehe dann hier wieder auf Speed. Wähle natürlich dann hier Color Speed aus. Drück dann Enter und dann habe ich mir hier quasi mein Color gebaut, mein Color Speed. Auch da brauchen wir natürlich wieder ein bisschen mehr drauf und deswegen klicken wir hier einfach noch drauf und machen hier nochmal unser Learn Speed, also unseren BPM. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das letztendlich so einzustellen. So, dann linke ich das Ganze natürlich wieder hier. Wenn ich hier einmal drauf gehe, klicke ich hier rechts, klicke drauf und sage wieder hier, hey, ich will jetzt den Color Speed haben. Wenn ihr übrigens Sachen habt, wo ihr sagt, ah, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Color Speed irgendwie auf volle Pulle stehen und
das ist mir noch zu langweilig, weil ich jetzt so eine richtig fette Rave-Party habe und da richtig der Beat, der Farbwechsel noch schneller sein muss, dann könnt ihr hier quasi Rechtsklick auf die Sequenz nochmal gehen und hier unter Edit Settings den Speed Scale ändern. Das heißt, ihr könnt auch sagen, okay, ich will jetzt nicht nur einfach, sondern doppelt, vierfach, achtfach, 16-fach. Also da könnt ihr wirklich alles mitmachen. Ihr könnt das Ganze auch natürlich nach unten dividieren, wenn euch das zu schnell ist, sodass ihr euch das perfekt einstellen kann. Ich sehe das gerade, denke ich mal, sehr sinnvoll bei so Sachen wie zum Beispiel einem Pan- und Tilt-Effekt, wo man natürlich vielleicht nicht ganz so schnelle Bewegungen hat und dann beim BPM von 150 vielleicht die Motoren da auch nicht mehr hinterherkommen, sodass man da vielleicht sagt, okay, man dividiert das durch zwei, sodass man die Hälfte der Geschwindigkeit hat, um das irgendwie auch vernünftig hinzubekommen. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was zum Thema Selection Grid und Layout View und wir wollen eigentlich am Ende des Tages einen kleinen Effekt basteln und da zeige ich mal so ein bisschen quasi ein kleiner Streifzug durch Matrix, Phaser etc. Und als erstes müssen wir uns quasi hier eine neue Layout-Ansicht machen, damit ihr so ein bisschen versteht, wie das mit den Matrix funktioniert. Ich gebe zu, hundertprozentig verstanden habe ich es auch noch nicht, aber versuche mich da natürlich regelmäßig weiterzubilden und es gibt dazu natürlich auch sehr viele schon gute Tutorials. Ich will es aber trotzdem einmal nochmal mit hier in diesem Tutorial erwähnt haben. Also starten wir damit, dass wir erstmal ein neues Layout brauchen, dazu oder ein neues Layout erstellen. Dazu klicke ich hier einfach mal ein leeres an, wähle das aus und speichere einfach mir irgendeinen Namen da rein und nenne das zum Beispiel einfach mal Jan. Und dann wähle ich hier oben im Layout das so lange aus, bis da oben Jan steht, dass man quasi hier sieht, okay, Jan, sollte man vielleicht auch das Leerzeichen weglassen. Das machen wir nochmal eben hier, dass das vernünftig funktioniert. Achso, wenn natürlich das Handy auf der Tastatur, auf der Leertaste liegt, ist natürlich klar, dass man ein Leerzeichen drin hat. So, das nehmen wir jetzt mal raus. Jetzt sind wir hier in der Layout View und wir wollen natürlich da jetzt die Moving Heads reinpacken. Das heißt, ich wähle mir, selecte mir jetzt hier die Moving Heads. Dann sehen wir hier auch schon in der Selection Grid. Dann ist das Ganze da schon drin. Ich wähle mir auch noch einmal hier, mache mir noch einmal die Groups auf, damit man das dann auch sieht, was wir denn hier ausgewählt haben. Um die Moving Heads einfügen zu können, drücke ich einfach jetzt hier auf Command und Assign und dann steht hier Assign. Und ich habe ja schon die vier Moving Heads ausgewählt. Also nicht die unten auf Groups klicken und dann da reinpacken, weil dann könnt ihr die Group komplett da reinpacken. Wir wollen ja die einzelnen Scheinwerfer drin haben. Also klicke ich hier einfach irgendwo rein und dann sehen wir, dann haben wir hier diese vier Pointy drin und ich kann mir hier auf Setup die noch ein bisschen hin und her schieben, indem ich quasi die hier ein bisschen hin und her baue, ne, dass man die quasi hier am Grid auch verankern kann, dass man sich die ein bisschen schön zusammenbauen kann, dass die halt vernünftig aussehen, damit man auch sieht, was man denn da jetzt selected hat. Wie gesagt, das muss jetzt auch nicht hier schön sein, aber Hauptsache, dass ihr seht, dass sowas auch möglich ist. Ihr könnt natürlich da noch viel mehr einbauen. Ihr seht ja schon, die Layout-Views kann man ja wirklich bis ins Unendliche skalieren und umbauen und entsprechend das machen. Wir wollen aber jetzt natürlich das mal mit den Matrix zeigen. Also gehe ich jetzt hier einmal auf meine Moving Heads, wähle die nochmal aus, alle, und klicke dann hier unten auf Matrix. So, und dann habe ich hier diese Groups, sage ich mal so, ne? Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte eine Group auf 2, weil ich will jetzt quasi einen Lauflichteffekt machen und die dann auf Group A, also die Ungeraden und die Geraden machen. Das macht natürlich bei 4, ist das jetzt noch nicht ganz so spannend, aber bei 16 Scheinwerfern ist das halt auch schon ganz schöne Arbeit. Wir klicken jetzt hier einmal auf Group. Wir wollen eine Group auf 2 machen und dann klicke ich hier einmal auf 1 und dann sehen wir hier dann, beziehungsweise auf 0 und dann sehen wir hier, dann hat er genau diese beiden mit einem Abstand von 2 ausgewählt und dann kann ich hier hin und her schalten, wenn ich quasi links und rechts das Ganze habe. Als nächstes klicke ich jetzt hier quasi auf den Dimmer, weil ich den ja auch anhaben will für die Selected Group. Also klicke ich jetzt hier entweder über Add, also wenn ich quasi hier zweimal Add eintrage, also zweimal A drücke, dann sind hier die Dimmer an, oder ich kann das Ganze auch hier über Full einmachen. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. So, jetzt gehen wir quasi hier weiter und wir haben hier unten diesen Phaser. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den zweiten Step von dieser, in Anführungszeichen, Szene, klicke hier einmal drauf und sage, okay, hier soll der Dimmer aber auf 0 stehen und klicke hier auf Please. So, und dann sehen wir hier schon, dann hat er uns hier quasi jetzt schon diesen Effekt gebaut, sage ich mal so, ne? Das macht er jetzt schon automatisch, aber wir müssen natürlich jetzt auch noch die anderen beiden mit reinpacken. Also gehe ich wieder hier auf mein Matrix und wähle die anderen beiden aus und mache das genau andersrum. Das heißt, ich sage bei dem ersten Step, sage ich ihm dann, okay, da sind sie aus, beim zweiten sind sie an. Sodass ich jetzt quasi hier einmal auf zurückgehe, auf 1 und mir da letztendlich wieder bei Matrix die auswähle, die sind ja noch angewählt, und sage ihm hier natürlich den Dimmer wieder mit Add, mache ich wieder auf voll an und wähle dann hier den zweiten Step, wo ich dann auch sage, ja, hier muss der Dimmer auf jeden Fall auf aus, und dann sehen wir hier, dann hat der letztendlich hier so einen Effekt, dass die untereinander ausgehen, aber ich finde, der Effekt sieht halt noch nicht ganz so cool aus, deswegen würde ich euch empfehlen, geht hier nochmal in den Phaser rein. Bevor wir das machen, speichere ich mir nochmal einmal ganz schnell hier die Ansicht.
Sicht, dass die uns nicht so flöten geht. Gehen nochmal hier in den Phaser rein, weil dann sehen wir nämlich das Ganze mal, wie es im Phaser eigentlich aussieht. Und hier sehen wir, da geht der Dimmer hoch und runter. Das ist ja auch alles okay, das ist alles easy. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr natürlich ein bisschen was Härteres haben wollt, was ein bisschen so lauflichtmäßig ist, dann würde ich hier auf diesen Button klicken und hier das auswählen. So, was passiert, wenn ich wieder zurück in die Startshow gehe und in die Ansicht, dann sehen wir hier, hat er das quasi so ein bisschen gefaced und wir haben dann so ein bisschen die Möglichkeit, das hier quasi nacheinander an und auszugehen zu lassen. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt auch nochmal für die anderen machen, weil die anderen natürlich so einen leichten Fade-Out und Fade-In drin haben. Also gehen wir wieder hier in unsere Emma Tricks und sagen, hey, ich will jetzt in die andere Selection Group, machen da das gleiche mit dem Phaser auch nochmal. Hier sehen wir ja, hier geht es langsam hoch und runter. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen das wirklich mit einem harten An und Aus, um das quasi so ein bisschen hinzukriegen. Ich gehe wieder zurück auf meine Startshow, gehe hier in die Ansicht und dann sehen wir hier, dann hat der da ein bisschen was gemacht. Als nächstes baue ich mir quasi, speichere ich mir jetzt mal beispielsweise diesen Effekt, den muss ich mir ja irgendwie abspeichern. Ich speichere mir jetzt ein Preset, dazu mache ich mir wieder hier so ein Dynamic Preset auf und das ist ja quasi so ein klassischer Dimmer-Effekt. Man kann natürlich da auch noch viele weitere Sachen machen. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal exemplarisch, wie es theoretisch gehen könnte. Ihr könnt euch da kreativ entsprechend austoben. Ich mache mal hier wieder ein Dynamic Preset und dann sehen wir hier die Dimmer und dann kann ich jetzt wieder über S quasi das Ganze speichern. Klick dann hier einmal drauf und dann sehen wir hier schon, haben wir quasi an und aus und das kann ich mir dann frei auf meine Executor legen und die davon abfeuern und das Ganze dann entsprechend nutzen. Ich möchte euch noch was zu den LED-Spots nochmal zeigen. Dazu wähle ich die nochmal an und man sieht ja hier, es gibt eine Hülle und Fülle von Farbeffekten, die ich hier anwählen kann. Also wenn ich hier zum Beispiel sage, ich will jetzt, keine Ahnung, so ein Orange-Yellow, mach das hier einmal auf Full und dann haben wir hier quasi so einen Pulseffekt. Da gibt es halt, könnt ihr wirklich mal komplett rumprobieren, was ihr haben wollt. Und was cool ist, da ihr wisst, dass es jetzt mit dem Phaser auch klappt, könnt ihr hier natürlich auch sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel hier, wenn ich darauf klicke, entsprechend harte Übergänge, dass es vielleicht ein bisschen härter reinkommt und nicht so ein Fade ist und dann direkt wechselt. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele weitere Optionen in GrandMA on PC 3. Ich habe auch noch, würde ich sagen, vielleicht maximal 30%, wenn nicht sogar noch weniger, erst entdeckt. Und es gibt natürlich noch Leute da draußen, die da das viel, viel besser können als ich. Aber ich wollte euch einfach mal so einen groben Überblick geben und dass ihr einfach mal wisst, wie man wirklich was an Start bekommt und wie ihr dann letztendlich am Ende eure Lichtshow drücken könnt. Ich bin gespannt, ich freue mich mega drauf auf die Emma 3 Lite und das endlich auch mal in Person oder in Real machen zu können und schaut auch gerne oben rechts ins Eck zu meinem Link zu dem Video, was dann hoffentlich vom Gig online kommen wird. Das war mein Tutorial, wie man eine Emma 3 Lightshow programmieren kann. Wie gesagt, es gibt tausend andere Wege, es wahrscheinlich anders zu machen und wahrscheinlich wird der ein oder andere Profi da draußen auch sagen, wieso hast du denn das so gemacht und wieso nicht anders? Wie gesagt, es gibt da tausende Wege und ich glaube, jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Workflow und sein eigenes Doing finden, aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal schon zu zeigen, was man machen kann, um vielleicht sich so ein bisschen Inspiration zu holen. Anders habe ich es ja zum Beispiel auch nicht gemacht. Wenn ihr übrigens weitere gute Videos und gute Tutorials zu Emma 3 sehen wollt, schaut mal auf den Kanal Event Lighting, den habe ich euch unten entsprechend verlinkt. Der macht auf Englisch sehr, sehr gute Videos, wie ich finde, und natürlich klar Christian Jackson, der ist natürlich auch so der One and Only YouTuber, der auch zu Emma 3 und auch zu Emma 2 sehr, sehr viele ausführliche Videotutorials gemacht hat. Den Anspruch habe ich auch gar nicht, dass man sich mit dem irgendwie vergleichen kann. Aber ich finde, man sollte halt da auch nochmal irgendwie was Deutsches machen. Deswegen habe ich dieses Video erstellt und ich will jetzt von euch gerne mal wissen, nutzt ihr auch schon die Emma 3 Software? Wie firm seid ihr damit? Habt ihr schon den Wechsel vollzogen? Habt ihr vielleicht auch schon Emma 3 Hardware? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch gerne Fragen unten in die Kommentare stellen. Und was ich auch cool fände, wenn ihr Bock habt, auch mit zu diskutieren. Wir haben auch einen Discord-Server, wo es auch einen speziellen Bereich gibt für Emma Lighting, wo alle diese Themen, sei es dort 2er-Software, 3er-Software, Hardware etc. diskutiert werden können. Also schaut auch da gerne vorbei. Link dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung angefügt. Des Weiteren würde ich mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet, unseren Kanal abonniert und gerne auch die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.